Be a Yes Challenge. Stärken erkennen und nützen. Jeder Mensch hat seine persönlichen Stärken, Begabungen und mehr oder weniger ausgefallene Talente. Man muss sie sich nur bewusst machen. Am besten gelingt das, indem man den Fokus auf seine Stärken legt, anstatt auf die Schwächen. Dafür gibt es bestimmte Übungen und Spiele für die Kleineren, zum Beispiel die Stärkenschatzsuche oder die Stufen zum Erfolg. Auch das BAS-Programm für die Sekundarstufe 1 lenkt die Aufmerksamkeit auf Dinge, die gut gelingen. Denn nur wer seine Stärken kennt, kann sie auch nützen und bewusste Entscheidungen treffen. Die Jugendlichen der Sekundarstufe 2 legen ein persönliches Stärkenportfolio an. Darin sammeln und dokumentieren sie alles, was sie gut können. Einerseits für sich selbst, andererseits auch, um diese Stärken für andere sichtbar zu machen. Nach dem Trio-Modell wird die Be a Yes Challenge dem Bereich Entrepreneurial Culture zugeordnet, da damit eine Kultur unternehmerischen Denkens und Handelns gefördert werden soll. Wir wünschen viel positive Bestärkung mit der Be a Yes Challenge. Alle notwendigen Materialien und weitere Informationen dazu finden Sie unter www.ustart.eu.